Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich mache jetzt mal einen auf Commerzben und erzähle euch was zu Messern, denn das läuft erfahrungsgemäß besonders gut und das gucken sich auch Leute an, die meinen Kanal sonst nicht angucken. Sollte mich jemand aufgrund eines Messervideos abonnieren wollen, weise ich gleich mal darauf hin, dass die so alle halbes Jahr, alles Dritteljahr oder was überhaupt nur mal rauskommen. Ergo, mein Kanal bleibt und ist jede Menge detailliertes Zeug zum Wald und nur ganz wenig Messer. Trotzdem jetzt ein sehr ausführliches Messervideo zu meinem persönlichen Lieblingsmesser-Typ, muss man sagen, Opinel. Das Modell hier habe ich ein ganz kleines bisschen modifiziert, sieht also nicht hundertprozentig wie das klassische Opinel aus, aber fast. Nur, dass ihr jetzt mal kurz eins gesehen habt. Und zwar, das gibt wahrscheinlich einen Mehrteiler, nämlich Teil 1, technische Daten und alles Wesentliche, was man zu so einem Messer jetzt so technisch sagen kann. Und Teil 2 ist dann die Hintergrundgeschichte, weil erfreulicherweise gibt es tatsächlich eine historische Abhandlung zu diesen Opinel-Messern auf der Homepage von Opinel, nennt sich Opinel Story und diese habe ich mir durchgelesen, die ist in Englisch und da ihr wahrscheinlich zu faul seid, euch die auch in Englisch durchzulesen, könnt ihr natürlich gerne trotzdem tun, ich verlinke euch das Ding auch, werde ich das Ganze dann mal entsprechend auf Deutsch und auf Ben darstellen. Dann im zweiten Teil. In diesem Teil, wie gesagt, jetzt erstmal so ein bisschen das wesentliche Wissenswerte zu Opinel-Messern. Es gibt Überschneidungen mit meinem Opinel- und Glock-Feldmesser-Video. Mein allererstes Video, das aus meiner Sicht absolut grauenhaft ist. Daher finde ich diese Überschneidungen durchaus vertretenswert. Vertretbar. Vertretbar ist besser. So. Das hier ist so eins der meistverkauften Modelle vom Opinel. Das ist Nummer 9. Es gibt noch Nummer 8 und Nummer 7, die ungefähr genauso viel verkauft werden. Sinn und Zweck des Ganzen ist, die unterscheiden sich in der Länge nur ganz minimal. Und das ist deshalb so, weil sie damit, also Nummer 7 bis Nummer 9, in fast jede Hand hineinpassen. Je nachdem, wie groß die Hand nun mal eben ist, ist der Griff für fast jede Handlänge zu haben. Es gibt auch noch Nummer 10, die ist dann glaube ich noch mal 1 Zentimeter länger als dieses Ding hier und wirklich was für richtig große Hände und nur für Leute, die aus irgendwelchen Gründen irgendwas kompensieren wollen, gibt es dann noch Nummer 12. So große Hände kann man dann schon fast nicht mehr haben, dass man Nummer 12 bräuchte, weil alle anderen zu klein sind, dass sie in die jeweilige Hand reinpassen. Aber das nur am Rande angemerkt. Das Messer besteht aus 5 Bauteilen gerade mal. Es hat eine Klinge, es hat hier diesen Arretierungsring, das sogenannte Viroblock-System. Innen drin ist nochmal ein zweiter Ring, der also quasi einfach die Klinge am Griff befestigt. Und wenn man hier sehr weit dreht, kann man es vielleicht erkennen. Nein, bei diesem Modell nicht. Dann zeige ich es euch an einem anderen Modell. Eine Sekunde. Müssen wir aufmachen. Da kann man es sehen. Es gibt noch eine Niete. Die geht durch den kompletten, ja, hier komplett durch. Das Messer reicht ja nur bis ein ganzes kleines Stückchen in den Griff hinein und ist dann mit dieser Niete quasi am Holz befestigt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das sind auch schon die Bauteile. Also der sogenannte Shell Ring ist dieser innere Ring. Diese Niete, das sind 2 Bauteile. Dann das Viroblock-System, Bauteil Nummer 3, die Klinge, Bauteil Nummer 4 und der Griff ist Bauteil Nummer 5. Das Ganze ist also wirklich eine super simple Konstruktion, was meiner Meinung nach auch ein Teil des Reizes dieser Messer ausmacht. Gehen wir mal auf die einzelnen Bauteile genauer ein und fangen spaßeshalber mal mit dem Viroblock-System an. Erfunden wurde das erst 1955, obwohl das Messer eigentlich noch viel älter ist, aber siehe dazu Teil 2, die Historie von den Opinel-Messern. Das ist die ganz innovative Variante dieses Rings, nämlich erst seit dem Jahr 2000 hat er hier diese Einkerbung, die es ermöglicht, das Messer auch im geschlossenen Zustand zu arretieren. Früher gab es das nicht und man konnte das Messer nur im geöffneten Zustand arretieren, als zusätzliche Sicherheit, dass es halt beim Arbeiten nicht zuklappt und einem die Finger abschneidet.
Wie ihr vielleicht eben schon gesehen habt, ist das bei meinem etwas älteren Modell hier. Das ist also auf jeden Fall von vor 2000, weil es eben diese Einkerbung noch nicht hat. Da gibt es das halt einfach noch nicht. Das gab es da noch nicht. Die Idee ist denen erst relativ spät gekommen. Übrigens, die Idee hatten sie wahrscheinlich noch nicht mal selber, sondern die Opinel Modding Community, die es schon ziemlich lange gibt, hat sich regelmäßig selber das da reingefeilt, diese Kerbe, um das eben zumachen zu können. Und im Jahr 2000 sind sie dann auf die Idee gekommen, das mal serienmäßig für alle neuen Messer zu übernehmen. Natürlich ist dieses System so simpel wie genial. Man dreht den Ring einfach zu und das Ganze hält. Das Gleiche funktioniert logischerweise auch im geöffneten Zustand. Und je nachdem, wie weit man den Ring zur Seite dreht, desto fester ist das Messer auch arretiert. Sollte es also mal ein älteres Messer sein, das schon ein bisschen Spiel in der Klinge hat, weil das Holz auch irgendwann mal ein kleines bisschen nachgibt, dann muss man den Ring einfach nur ein kleines bisschen weiter drehen und das Messer ist trotzdem super arretiert. Das ist auch bei meinen älteren Systemmessern schön zu sehen. Hier mein ganz, ganz altes Modell, das kriegt ihr gleich nochmal zu sehen im Detail. Da hat man, wenn man das nur ein bisschen arretiert, tatsächlich ein gewisses Gewackel in der Klinge. Kann man aber tatsächlich dann wieder ausgleichen, dadurch, dass man das einfach noch weiter dreht und dann sitzt die selbst bei dem ganz alten Modell noch super stabil. Das ist, glaube ich, 16 Jahre alt hier, dieses Modell. Also dieses Exemplar, ich sage immer Modell, das ist ja gar nicht korrekt. Gut, Griff. Der Griff ist standardmäßig aus Buchenholz, wobei man auch noch welche von Griffe in edleren Holzarten bekommt. Die sind von den technischen Eigenschaften her aber eigentlich nicht besser. Buchenholz ist tatsächlich für einen Messergriff eine sehr, 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 sehr gute Holzwahl. Es ist ein Hartholz, lässt sich trotzdem hervorragend bearbeiten, was es natürlich auch nochmal spaßig macht, den Griff irgendwie zurechtzuschnitzen. Und nachdem es bearbeitet ist, ist es dann auch sehr, 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 sehr dauerhaft, solange es sich nicht nass wird. Der Lack, der hier drauf ist, man kann hier schön erkennen, da habe ich ihn nämlich ab, ist ein Klarlack, ganz einfache Variante, schützt das Ganze ein bisschen vor Feuchtigkeit, nicht hundertprozentig. Man kann also auf den Lack meiner Meinung nach genauso gut verzichten und hat dann den Vorteil, dass das Messer meiner Meinung nach dann schöner aussieht. Also so rein von der Holzmaserung her ist doch hier rechts erheblich interessanter als links, finde ich. Und der Schriftzug ist auch weg. Man muss ja auch nicht mehr Werbung machen, als unbedingt notwendig ist. Aber das ist nur meine Meinung. Es gibt diese Griffe übrigens auch in super dick. Das ist dann so ein Knollen quasi unten am Griff dran. Das ist dann dafür gedacht für Leute, die gern schnitzen, die sich da irgendwas Schönes in den Griff reinschnitzen möchten, haben dann einfach mehr kreative Entfaltungsmöglichkeiten. Messer mit diesem Spezialgriff bekommt man dann über die Hauptinternetseite der Firma Opinel. Ist mit Google relativ einfach zu finden. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Zur Klinge. Das hier ist das Modell mit Carbonstahl, besteht aus 99,1% Eisen und 0,9% Kohlenstoff, ist damit also ein reiner Carbonstahl ohne weitere Zusätze, ein sehr einfacher Stahl, der in dieser Form schon seit dem frühen Mittelalter herstellbar war. Ich persönlich finde das einfach super attraktiv, dass man es hier mit so einem herrlich primitiven Werkzeug zu tun hat. 5 Bauteile, Holz, Eisen, Kohlenstoff, fertig. Trotzdem ist dieser Stahl immer noch, seit dem frühen Mittelalter, ein super Werkzeugstahl für sehr, sehr, sehr scharfe Klingen. Man kann ein Opinel auf eine rasiermesserscharfe Schärfe bringen. Wenn man das entsprechende Equipment hat und weiß, wie es geht, das ist natürlich nochmal vorausgesetzt, aber es geht theoretisch. Nachteil von so einem Kohlenstoffstahl ist, dass er vergleichsweise wenig schnitthaltig ist. Man muss ihn also recht oft nachschärfen. Man kann jetzt auch nicht sagen, der Stahl wäre wirklich weich. Das ist auch nicht so ganz korrekt. Er hält die Schärfe halt einfach nicht besonders lange. Von der Rockwell-Härte her liegen Opinels zwischen 58 und 59. Also die sind nicht
sonderlich weich. Die sind zwar jetzt auch nicht super, super hart, aber es gibt auch nochmal deutlich weichere Stähle, also so, auch im Messerbereich. Nachteil vom Carbonstahl ist halt eben, dass der nicht rostfrei ist, also sprich er rostet. Man kann ja hier schon einigermaßen erkennen, dass dieses Messer nicht mehr so ganz, ganz, ganz taufrisch aussieht. Ich habe es zwar vor diesem Video noch mal kurz ein bisschen poliert, aber so hundertprozentig taufrisch ist es halt eben nicht mehr. Und vielleicht habt ihr es eben schon gesehen, mein Modell uralt. Ich muss da mal irgendwie mal wieder ein bisschen dran rumtüfteln. Sieht halt auch noch mal ganz anders aus. Hier noch mal der Direktvergleich. Das Ding hier ist 16 Jahre alt. Wie alt das da ist, habe ich vergessen. Ich habe kein Opinel mit Edelstahlklinge. Die würde dann enthalten nur 0,5% Kohlenstoff, dafür aber 16 oder 17% Chrom. Das habe ich jetzt gerade auswendig nicht mehr ganz im Kopf. Ist damit einfach von der Schnitthaltigkeit her ähnlich. Aber erreicht beim Schleifen keine so gute Schärfe und es ist auch schwieriger zu schleifen. Man braucht mehr Know-how und angepassteres Equipment, um die Edelstahl-Opinels so richtig, richtig scharf zu bekommen. Dafür hat man den großen Vorteil, dass man mit den Edelstahl-Opinels auch Essen einigermaßen gut bearbeiten kann. Die Carbonstahl-Variante ist eigentlich ein Arbeitsmesser für Nahrungsschnibblereien. Nicht so gut geeignet, insbesondere dann nicht, wenn man empfindliche Geschmacksnerven hat, denn der Geschmack färbt so ein bisschen ab. Man kann ja sehen, das Metall läuft an, das Metall rostet, das Metall gibt also auch Metall ab. An Essen, wenn man damit Essen schneidet. Insbesondere, wenn es sich um sehr säurehaltiges Essen handelt, also einen Apfel durchschneiden und dieses Messer würde danach schon anders aussehen. Ja, dann, das war's zur Klinge. Gehen wir mal auf die unterschiedlichen Modelle noch mal kurz ein. So als kleines Schnitzmesserchen für zwischendurch, was wirklich in jede Hose passen würde, finde ich das Modell Nummer 6 eigentlich ganz schnuckelig. Das ist noch nicht so klein, dass man es nicht mehr benutzen kann. Aber halt dann eben doch so filigran, dass es für ganz, ganz feine Schnitzarbeiten taugt. Also wenn man gerade in seiner Freizeit wirklich irgendwelche super feinen Schnitzereien vornehmen möchte, da ist man dann halt eben mit so einem extrem feinen Messer mit einer sehr, sehr, sehr dünnen, schmalen Klinge gut beraten und kann da ganz minimal feine Schnittchen mitsetzen, wenn man das dann unbedingt will. Das geht natürlich auch mit einem größeren, gröberen Modell, aber man schneidet dann halt aus Versehen gerne mal gleich den ganzen Zweig durch, wenn man da nicht aufpasst. Also was natürlich auch nochmal ein Faktor ist, wenn man sowas dann irgendwie mal im Supermarkt aus der Tasche zieht oder im Geschäft oder sonst wo, da fällt man sicherlich nicht negativ auf, weil das dann doch ein so kleines Taschenmesserchen ist, dass das sicher von niemandem als großartige Bedrohung empfunden wird. Die Situation mit der Nummer 12 ist dann vielleicht doch nochmal eine andere. Tatsächlich ist das Opinel Nummer 12 das größte feststehende Klappmesser, das ich kenne. Es gibt wohl noch ein paar andere, die da nochmal ein bisschen krasser sind. Die sind dann aber schon wieder so krass, dass es mir echt zu übertrieben ist. Aber das Ding ist halt schon ziemlich groß für ein Klappmesser und taugt daher auch wirklich mehr für gröbere Arbeiten, als es die anderen Opinels tun, weil die sind nicht nur in der Klingenlänge unterschiedlich, sondern auch in der Klingendicke. Man kann es hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich kann das auch nochmal direkt Gegenüberstellung machen quasi. Da kann man schon nochmal ganz gut sehen, dass das Nummer 12 schon nochmal ein Ticken dicker ist, als zum Beispiel so ein kleines hier. Trotzdem würde ich definitiv davon abraten, mit einem Opinel irgendwelches Buttoning zu betreiben oder Buttoning oder wie auch immer man das nun korrekt ausspricht, das hat mir bisher noch nie jemand sagen können, weil
Es bleibt halt eben trotzdem dabei, dass das bloß hier befestigt ist, bloß mit einer Niete. Das hält also keinen großen Belastungen stand und man versaut sich da wirklich das Messer. Ich habe es mal einmal ausprobiert und mal einen halbwegs dicken Ast batoniert. Und das Resultat ist dieser Riss hier gewesen. Und die Klinge hat halt jetzt echt ein, man kann es wackeln, klackern hören, ein gewisses Spiel. Und das ist tatsächlich erst seit diesem einen Versuch, mit diesem Messer mal was zu betonen, ist das erst so. Also ich kann es wirklich niemandem empfehlen. Ihr versaut euch euer Opinel wahrscheinlich schon beim ersten Versuch. Übrigens, das Ding hier unten ist dafür da, weil dieses Messer im Lauf der Jahre doch so leichtgängig geworden ist, dass man damit Folgendes tun kann. Also man kriegt schon so auf. Das ist zwar dann immer noch mit zwei Handgriffen zu öffnen und so gesehen eigentlich kein Einhandmesser, weil ein Einhandmesser nicht nur mit einer Hand, sondern auch mit einem Handgriff zu öffnen sein muss. Also zumindest wird es von vielen Leuten so interpretiert. Die Definition von Einhandmesser, so genau geregelt ist es eigentlich gar nicht. Aber mir ist es einfach zu gefährlich, dass ich jetzt, wenn ich mit dem Ding rumrenne, mir dann irgendjemand dumm kommt und sagt, das ist ein Einhandmesser. Und daher ist da unten jetzt noch dieser Bügel, bis man das aus dem Bügel rausgefriemelt hat. Das ist übrigens eine Büroklammer, besagter Bügel. Ist es definitiv kein Einhandmesser mehr. Aber das Ding ist mittlerweile eh nur noch ein Museumstück, das ich nicht mehr groß benutze. Habe ich auch damals recht lieblos modifiziert, wie man hier sehen kann. Das ist jetzt alles nicht besonders schön gemacht, sondern in erster Hinsicht nur zweckdienlich. Das war die Kerbe, damit man das Ganze irgendwie besser so handhaben kann und dann einfach nicht in die Klinge reinrutscht, wenn man damit irgendwie Brot schneidet oder ähnliches. Wirklich effizient ist die nicht. Also die hat mir jetzt nie wirklich was gebracht, weil wenn ich das Messer so, wie schlimm wäre es denn, wenn ich das da rutsche? Das wäre ja nicht dramatisch. Etwas nützlicher ist diese Kerbe hier vorne. Insgesamt ist es also so, dass bei der Standardausführung die Wahrscheinlichkeit, dass man in die Klinge reinrutscht, doch relativ hoch ist, weil es da halt eben keine großartige Fingermulde gibt. Es ist also schon ein Messer, das man festhalten sollte und das man überlegt verwenden sollte, weil es einem sonst wirklich passieren kann, dass man mal in die Klinge reinrutscht und je nachdem, wie gut man die gerade geschliffen hat, die sind jetzt alle gerade relativ stumpf, holt man sich da schön schwere Verletzungen bei. Kann übrigens noch ein Messer dazulegen. Und zu guter Letzt muss ich sagen, dass das, was ich hier tue, eigentlich auch eine Todsünde in der Verwendung mit Opinel-Messern ist. Nämlich, man sollte die niemals auf dem Boden rumliegen lassen, denn Holz hat die dumme Eigenschaft, wenn es nass wird, quillt es auf. Und das führt dazu, dass man die Messer dann wirklich so gut wie nicht mehr auseinander bekommt und es dann extrem schwierig ist, die noch überhaupt aufzukriegen. Und gerade wenn man dann nicht die Griffmulde noch vertieft hat und wirklich hier nur mit dem Fingernagel reinkommt und dann nur ganz wenig Platz hat, wo man angreifen kann, das ist bei diesem Modell so. Wenn das jetzt hier ordentlich aufgequollen wäre, würde ich das ohne eine Zange quasi nicht mehr aufbekommen. Noch ein Grund mehr, weshalb es Sinn macht, wenn man das hier noch ein bisschen weiter ausschleift. Hier kann man den Unterschied ganz gut erkennen. Ja, für ein Outdoor-Messer ist es natürlich kacke, dass das Ding nicht nass werden darf, weil es A rostet und B gar nicht mehr funktioniert, wenn man es nicht aufbekommt. Das Problem lässt sich lösen, indem man den Griff regelmäßig einölt. Das ist jetzt hier zum Beispiel geschehen. Das sieht man nicht, weil ich es mit Ballistol gemacht habe. Das verfärbt das Ganze quasi so gut wie gar nicht. Trotzdem ist er ganz gut vor Wasser geschützt. Und in dem Moment fängt es an zu regnen, das ist ja passend. Ganz, ganz wichtig ist, dass man hier oben auf jeden Fall immer das Ganze schön imprägniert, weil gerade da sind ja die Poren im Holz und gerade an der Stirnseite zieht das Wasser besonders gut ein. Und insbesondere da, wo halt eben der Scharnier sitzt, quillt es dann auseinander und dann kriegt man das Ding wirklich überhaupt nicht mehr auf. Daher, wenn man irgendwas gut pflegen sollte an diesem Messer, dann hier die Stirnseite. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ganze gut zu imprägnieren. Möglichkeit 1, das sieht dann halt aber eben nicht so schön aus. Man tunkt das Ganze so rum einfach in ein Teelicht und dann ist das Ganze dicht. Nur, es sieht halt nicht so schön aus. Man hat immer noch Wachsreste da kleben und ich mag das irgendwie nicht so ganz. Möglichkeit 2, man macht das selber mit Öl.
Das muss man aber erheblich häufiger wiederholen, als wenn man das mit Wachs macht. Und Öl hält auch nicht so super, super gut wie die Wachsvariante. Das gilt natürlich für alle Modelle. Grundsätzlich sollte man das tun. Und auf der anderen Seite am besten auch, weil auch da sind ja die Poren vom Holz und die Feuchtigkeit kann da sehr gut eindringen und quasi den ganzen Griff entlang wandern und der komplette Griff quillt dann auf und hält die Klinge bombensicher fest. Wie gesagt, für ein Outdoor-Messer sicherlich ein bisschen unpraktisch. Die Dinger sind also fragil, brauchen viel Pflege, rosten auch noch und naja, daher kann ich verstehen, dass es auch Leute gibt, die Messer nicht mögen, aber einfach aus emotionalen Gründen bin ich ein riesiger Fan von diesen Opinels. Fünf Bauteile, ein Stahl wie seit 1000 Jahren und trotzdem ein hervorragendes Schnitzmesser, mit dem man ganz hervorragend feine Arbeiten durchführen kann. Ja, ihr hört, es regnet und ich werde jetzt nass und gehe deshalb nach Hause und stelle gerade fest, dass ich nicht meine Jacke dabei habe. Naja, macht ja nichts. Macht's gut.